Story to go. Das Konfuzius-Institut München erzählt Ihnen chinesische Geschichten. Alte Pferde kennen den Weg. Lao Ma Shi Tu. Übersetzt von Nathalie Emmert. 663 Jahre vor unserer Zeitrechnung griff der General Qi Huan Gong mit dem Minister Guan Zhong die Stadt Shanlong im Yan-Reich an. Die beiden brachen im Frühling mitsamt ihrer Armee auf und kehrten erst im Winter wieder siegreich heim. Zu dieser Jahreszeit sah die Umgebung jedoch so anders aus, dass sich Qi Huan Gong und Guan Zhong mitsamt ihrer Armee in einer Bergschlucht verliefen. Guan Zhong grübelte angestrengt, bis ihm plötzlich eine Idee kam. Wenn Hunde unabhängig von der Distanz in der Lage waren, den Weg nach Hause wiederzufinden, müssten die Pferde der Soldaten, vor allem die älteren Pferde, das auch können. Also erzählte Guan Zhong seinem Gefährten Qi Huan Gong von seinem Einfall. Und sie machten sich sofort daran, ein paar geeignete alte Pferde auszusuchen. Die Pferde wurden an die Spitze des Heeres geführt und dort freigelassen, wo sie sofort begannen, zielstrebig in eine Richtung zu traben. Die Soldaten folgten den Pferden eifrig, bis sie nach einigen Kurven und Bögen zuletzt tatsächlich aus dem Gebirge herausfanden und endlich wieder auf dem richtigen Weg nach Hause waren. Seitdem wird die Redewendung "Alte Pferde kennen den Weg" in China verwendet, um zu beschreiben, dass sich jemand durch jahrelange Erfahrung sehr gut mit etwas auskennt.公元前663年，齐桓公率兵攻打燕国的山戎，相国管仲跟他一起前往。他们在春天的时候出征，凯旋而归时已经是冬天，草木变了样，所以他们在一个山谷里迷了路。管仲思考了一会儿，有了一个想法，既然狗离家很远也能找到回家的路，那么军中的马，特别是老马，也会有认识路途的本领。于是管仲把这个想法告诉了齐桓公，并且立刻选出几匹老马，解开缰绳，让他们在军队前自由行走。这些老马都毫不犹豫地朝一个方向行进，大军就紧跟着他们东走西走。最后这些马带领大军走出山谷，找到了回齐国的路。现在人们用老马识途来比喻有经验的人，熟悉情况，能在某个方面起指引的作用。